So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11. Leider gerade ohne Stevie, der hat die nächsten Tage keine Zeit und ich brauche aber die Parts, insofern kriegen wir hin. Ich habe überlegt, ob ich kurz was irgendwas dazwischen schiebe, aber ich sag mal, er kann sich ja auch die Sachen jetzt so angucken, ne? Das kriegen wir schon hin und wenn es dann noch was zu den Leveln zu sagen gibt, dann kann er das sicherlich in den nächsten Parts, wo er wieder dabei ist, dann auch noch machen. Okay. Ja, wir sind in der Abstract World angekommen. Allerdings ist es auch gar nicht mehr so viel. Also mal schauen, wie viele Parts dann noch mit ihm geben wird. Je nachdem, wie lange jetzt halt die Level hier so dauern. Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was auf mich zukommt. Ich denke vor allem, dass gerade die Level in der schlechten Welt, ja, wo dann die schlechtesten Level gelandet sind, dass die nochmal dauern könnten. Weil vielleicht haben die ja irgendwelche, ne, blöden Gimmicks und so. Wir werden sehen. Jetzt haben wir erstmal schöne Träume. Dieses wünscht uns Eternity Larva, der oder die 20. geworden ist. Okay. Ist das ab... Okay, ist kein Abgrund. Ich war mir sehr unschlüssig, weil das hier einfach so abbricht, aber das ist einfach ein Designelement. Okay. So. Wir müssen alles finden. Es war ein Mond dabei, es waren... da oben sind Münzen, okay. Oben sind Münzen. Okay, das ist interessant. Kriegen wir irgendwie eine Wolke oder sowas, mit der wir fliegen können? Oder einen Ballon? Oder? Oder sind das einfach Traummünzen, die man nicht erreichen kann? Man weiß es nicht so genau. Kann ich in die Tür rein da? Nee, das ist einfach nur eine Tür. Das ist... Okay, in die kann ich definitiv rein. Yikes. Ja, was immer da rausgekommen ist, wir kriegen es nicht mehr. Schade. Okay, ich bin noch sehr verwirrt von der Grafik hier. Weil ich absolut nicht weiß, was ist jetzt was? Ich meine, klar, das ist alles Hintergrund, so check ich. Ah, es sieht schon sehr interessant aus. So, da unten war irgendwo eine Yoshi-Coin. Genau da. Ja, aber so komme ich nicht ran. Scheiße. Jokes. Juhu, okay. Dann komme ich so zu dieser Yoshi-Coin. Wir müssen dann mal durch die Tür gehen und gucken. Oh mein Gott! Was soll ich das denn wissen? Okay. Okay, da ist jetzt eine. Wie komme ich denn an die andere ran, die ich da gesehen habe? Ich habe fast das Gefühl, dadurch, dass man durch die Tür geht, passieren irgendwelche Dinge mit den Leveln, mit der Welt. Jetzt geht's hier höher. Ich schätze, die Tür hätte mit der Yoshi-Coin zu tun gehabt. Dann machen wir die später. Oh mein Gott. Wir machen erstmal alles ohne die Türen. Wir gehen erstmal nicht durch die... Oha, der ist auslösbar. Oh, vielleicht wäre der untere auch auslösbar gewesen. Okay. Hier auch? Ja, hier auch. Kann man das nicht anders machen, oder... Doch schon öfter sowas gesehen, aber irgendwie, na gut. Wie auch immer. So, ich gehe erstmal runter. Ich gehe nicht runter. Ja, aber jetzt sind wir in einer komplett anderen... Hilfe. Ach, der fährt einfach nur hin und her, okay. Jetzt sind wir in einer komplett anderen... In einem komplett anderen Abschnitt. Ich dachte, vielleicht verändern die Türen einfach irgendwas am Level. Ja, dann müssen wir uns um die eine Yoshi-Coin später mal nochmal kümmern. Du bist ein Pokey. No!
schwierige Momente. Neue Feder? Nein. Okay. Nichts Wichtiges da drin. Okay. Gehen wir weiter. Mit Waypoint. Eine Yoshi-Coin. Großartig. Ich muss in die Tür. Oh, wir probieren das mal was. Nicht, dass da wieder irgendwas durchlässig ist. Oh mein Gott, hallo Pilz. Damit habe ich nicht gerechnet, aber ist auch in Ordnung. Ja, okay. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Ach ja, das war ja das Problem. Ich habe das Schüler komplett verdrängt. Ja, dann gehen wir gleich mal erstmal. Dann gehen wir wohl gleich mal erstmal sterben. Dann ist die Feder weg, aber was willst du machen? An der Stelle möchte ich wieder daran erinnern, dass ein Level disqualifiziert wurde, weil es 501 Sekunden eingestellt hatte. Wo ist mein Pilz hin? Hä? Das ist ein Leben! Der war rot. Weil die Pflanzen umdekoriert sind. Oh mein Gott, ist das verwirrend. Ich weiß jetzt auch nach wie vor nicht, was es mit den ganzen Münzen in der Luft auf sich hatte. Hier ist aber jetzt ein richtiger Pilz. Okay, der ist auch rot. Also ich... Scheinbar fanden die Judges das Level nicht so verwirrend wie ich, aber als Spieler muss ich sagen, ich bin doch sehr verwirrt von den Dingen, die hier teilweise passieren. Ich weiß nicht, ob die das als Gimmick gesehen haben und dann sich gedacht haben, oh ja, Gimmick. Wir stehen ja auf Gimmicks. Oh, okay. Krieg ich hier einen Stern. Weiß ich gar nicht, wohin ich damit soll. Ich meine, gut, jetzt kann man diesen Abschnitt hier überspringen und hier runtergehen. Und da ist der Mond. Okay, wir haben den Mond gefunden. Das ist doch auch was. Und jetzt scrollt es. Mhm. Na, mal schauen. Ey, das ist... Okay, wofür waren jetzt da die Münzen? Ich dachte, die Münzen zeigen an, wo ich hin soll, aber nö, die sind einfach so da. Bleibe ich einfach oben und springe halt über alles drüber. So, juckt. Ich meine, hier macht Scrolling jetzt insofern Sinn, dass das natürlich alles richtig getimed sein muss mit den Sachen, die kommen und so weiter. Das ist in Ordnung. Da sage ich gar nichts. Hier ist Scrolling vollkommen in Ordnung. Hier ist Scrolling absolut in Ordnung. Na, da gibt es gar nichts zu sagen. Okay. So. Drei Yoshi-Coins. Eine wissen wir schon, wo sie ist. Das heißt, wenn wir noch eine finden sollten, haben wir alle gesehen, zumindest. Wir sind noch nicht rangekommen, aber wir haben alle gesehen. Okay, wir haben alle. Sehr gut. Ich muss aber sagen, designed, also... An sich kein schlechtes Level. An sich kein schlechtes Level. Aber mit ein paar anderen Paletten und so und ich verstehe nicht ganz diese Entscheidung von dieser Grafik hier unter mir. Das hat teilweise... So hier ja, hier ist okay. Hier kann ich das nachvollziehen, das kommt da halt raus und so weiter. Aber dass das hier auf der gleichen Ebene ist, das wirkt irgendwie komisch. Ich weiß nicht. Mich als Spieler hat es einfach verwirrt. So, und was sollen jetzt die Münzen da oben? Hier ist jetzt eine Tür. Genau, diese Tür hier haben wir noch nicht betreten. Wo lande ich denn da?
lande ich jetzt hier in so einem separaten Abschnitt für einen Pilz und komme dann vorne wieder raus, oder wie? Ja, cool. Aber was sollen jetzt die Münzen da oben? Hä? An die komme ich einfach nicht ran auch. Keine Chance. Okay, ja gut, dann sind die halt da. Oh! Okay, hier gibt's einen Ballon... Ja, scheiße. Hier gibt's einen... Das ist das, was da... Oh! Und ich dachte vorhin, was da rausgekommen ist, war halt ein Pilz oder so. Und dann haben wir halt den Pilz nicht bekommen. Und das war aber gerade das, was uns weitergebracht hätte. Oh, ich muss den immer noch... Ja, geil. Ach, komm! Wurscht, so. Für die... Alter! Für diese eine Yoshi-Coin wird es hier schon fast wieder Kaizo-like. Wow. Für diese eine Yoshi-Coin. Okay, meinetwegen. Also ich finde es krass, dass man damit 20. werden konnte, weil ich finde schon, dass das Level Schwächen hatte. Es ist nicht schlecht, aber Schwächen hat es meiner Meinung nach schon. Die eigentlich jetzt... Naja. Ne? Aber gut. Glowing in the Deep. Beben Leck. 97. geworden. Aber Schwächen, die halt die Judges scheinbar nicht gesehen haben. Oder nicht gewertet haben. Was weiß ich. Nicht so empfunden haben, keine Ahnung. Is the night too silent? Flip the switch to bring out its glow. Keep a close eye, the night is full of subtle secrets. Okay. Oh mein Gott. Aber das macht ja nur Grafik aus, oder? Was ändert das denn sonst? Oha. Also will ich das wirklich anmachen? Ja, aber irgendwas muss es ja auch noch zusätzlich verändern. Ja, ich lasse es mal an. Ich wüsste schon gerne... Woran bin... Ach so. Ja, lol. Woran ich gestorben bin, an dem, was ich mit... Ja, geil. Meine liebste Münze, die ich in diesem Block bekomme. Perfekt. Noch so ein Ding. Diesmal immerhin ist es diesmal ein Pilz. Ist ja schon mal was. Ist irgendeine Toho-Musik? Achso, wozu sind die hier? Was machen die, außer dass die so... Okay. Wie komme ich da rein? So nicht. Okay, wie komme ich an das Ding ran? Oder vielleicht von der anderen Seite. Aber scheinbar ändert ja der Switch da. Ja, und Hilfe, ich... Geil. Hätte man das jetzt in der Nacht besser sehen können, oder... Ja, was ist denn jetzt da drin? Ah, hier, okay, jetzt sehe ich, aber hier komme ich auch in die... zu der Schule. Ach so, diese... Will der mir erzählen, diesen Unterschied sieht man eher in der Nacht... Dass es da lila ist. Weil das sehe ich dann tatsächlich, ohne dass es blinkt, besser. Dann lassen wir das so. Jetzt leuchtet es automatisch. Ach so.
Jetzt ist von selbst so ein Switch angegangen. Irgendwie. Nein! Zum Glück kommt noch einer. Okay, ich habe wieder versaut. Jetzt haben wir's. Das ist ge... Ist die nicht echt jetzt? Aber, hey, Alter, was? Okay, also die sind nicht echt. Oh mein Gott, wie viele Gegner willst du spammen? Ja. Okay, alles was ich checke, was hier abgeht, ja. Alles, was sozusagen nicht leuchtet, ist nicht real. Komm, ich mach dich jetzt erstmal weg. Du gehst mir so auf die Nerven. Tschüss. Deswegen kann ich hier ran. Die da unten leuchten nicht. Dann kann ich da drauf. Die ist wieder echt. Und wenn ich jetzt... Ach, der ist auch nicht echt. Okay, ergibt Sinn. Aber das ist... Aber das Ding hier ist echt. Ach, ich muss hier oben hoch. Ach nee, komme ich nicht. Nee, ich komme hier nicht hoch. Weil das ist ja... Nee, das ist ja auch echt. Ich muss jetzt eine Stelle finden. Da kann ich hoch. Ja, das ist die gleiche Messagebox. Danke für den Hinweis. Die ist jetzt auch wieder echt. Das Ding ist auch echt. Ich bin ein Trottel. Ach, Mann. Wir drücken den Kollegen hier nochmal. So. Wir müssen sehen, was blinkt, sonst kommen wir nicht weiter. Ah, jetzt komme ich... Nee, oder? Komme ich jetzt an den P-Switch hier ran? Ja, okay, jetzt komme ich an den P-Switch hier ran. Okay, und jetzt kann ich die hier kaputt machen. Die oben leuchtet, die ist echt, aber wie komme ich an die ran? Wie komme ich an diese eine Yoshi-Coin jetzt da oben ran? Ah, mit dem Springboard, logisch. Dann haben wir zumindest schon mal die Yoshi-Coins zusammen. So. Bis hierhin war es chillig. Jetzt wird es nur zeitlich alles ein bisschen... Was ist denn da unten los? What the heck? Ich verzichte. Okay. Ich glaube, der Mond fehlt noch, ne? Alter, ist das Level weird geworden. Ja, der schöne Mond fehlt noch. Okay. Okay, da unten ist kein Mond. Ich schätze mal, am Ende ist der da irgendwo, wo ich jetzt halt relativ schnell zu Ende gespielt habe, wegen der Zeit. Ja, der Gegner-Spam in dem Level ist auch herzallerliebst. Na komm, wir drücken's.
Gucken wir uns da oben den zweiten Pilz mal. Gut. Okay, ist eine Blume. Das ist für weiter unten dann relativ... Oh, ja, okay, so geht's auch. Na, oh, ich krieg zu viel. So. Aber wofür? Muss ich da eine Bombe reinwerfen? Bringt es irgendwas, wenn es da drin explodiert? Nee, ne? Also, wofür ist das hier? Was habe ich jetzt gesammelt? Da ist was drin, was ich sammle. Ach, da ist eine Münze. Warum? Jetzt ist hier eine Feder. Oh mein Gott, es gibt in dem Level eine Feder. Das verändert alles. Vor allem damit hat er sich sein eigenes Level jetzt halt zerstört. Wow. Ich meine, mit der Feder kann ich jetzt ja überall hin, wo ich vorher nicht, also, ne? Damit kann ich ja sogar... Jetzt kommt hier irgendwann so eine Message. Die brauche ich jetzt nicht hier. Tschüss. Damit kann ich jetzt einfach da hochfliegen, ohne dass ich vorher das Springboard mir hole. Der Mod ist aber nicht echt, ne? Genau. Wow, man kann... Wow! Okay, aber dann haben wir jetzt wenigstens Zeit, uns hier unten umzugucken. So, was geht jetzt hier ab? Safe führt das jetzt irgendwie zum Mond. So, hier drauf kann ich stehen. Ach, das wäre in die andere Richtung gegangen, oder was? Okay, ich kann da nicht durch. Interessant. Dann ist hier eine Ranke und die führt jetzt zum Mond, oder wie? Vor allem zerstört er sich damit einfach hier die halbe Wolke. Nee, das hat alles nichts gebracht. Schwierige Momente. Ich hätte hier praktisch runtergekommen, dann könnte man hier, alternativ könnte man hier mit dem Ballonweg gehen. Warum auch immer man das tun sollte. Aber hier war nichts, ne? Hier war kein Mond, nichts. Oder habe ich ihn übersehen? Ich sehe nichts. Super. Dieser Mond ist ja fake. Dann machen wir halt nochmal das Lichtle richtig an. Nein, wir machen das Lichtle richtig an. So. Gucken wir halt mal, was wir übersehen haben könnten. Haben wir hier unten vielleicht irgendwas übersehen? Diese Röhre ist zwar da, aber halt nicht für mich. Jetzt in die Richtung vielleicht noch weiter. Da drüben ist was. What the heck? What the?
okay, das ist nicht so gedacht, aber da ist irgendwas und irgendwie kommt man da rein. Das ist so nicht gedacht, weil da diese Lücke ist, aber die ist nicht. Das ist nicht gewollt. Aber da ist es ja egal, ob es gewollt ist oder nicht. Dadurch haben wir jetzt gesehen, dass da was ist. Ist das hier? Also, geht's hier doch irgendwie weiter? Hä? Das ist ein Block, den man in die Hand nimmt. Hä, und es bringt mir nicht mal was? Ne, kann doch nicht sein. Das bringt mir nicht mal was. Jetzt ist meine Feder weg. Schlecht. Aber hier war ja nur die Yoshi-Coin, ne? Was anderes konnte ich hier nicht machen. Ja, Bruder. Wofür ist... mal eine ganz andere dumme Frage. Wie kommt man hier wieder hoch, wenn man keine Feder hat? Okay, das sind Abschnitte. Ich bekomme ja auch keinen Mond und nix. Wofür ist das hier? Kann ich auch nichts anderes machen? Richtig weirde Momente. Wo habe ich denn jetzt diesen scheiß Mond übersehen? Also ich meine, das gibt's doch nicht. War hier noch irgendwas, dass man hier noch irgendwo rein kann? Nee, das ist die einzige Stelle. Und hier nach links und rechts kann man ja auch nicht. Nee. Wir können jetzt ja nochmal während es... Okay, wir können nochmal während es blinkt darüber gehen. Meine Fresse, überall fliegt ständig was runter. Was ist denn das? Mach dich weg. So. Wie gesagt, wir können ja jetzt nochmal hier runter gehen. Und gucken, ob man jetzt, wo es blinkt, noch mehr sieht. Alter, da sieht man nicht mal, dass es da hochgeht. Jetzt bricht er sogar sein eigenes Konzept. Es wird immer besser. Wahrscheinlich taucht am Ende durch den dummen P-Switch irgendwo noch eine Tür auf. Und keiner weiß, wo die ist. Oder so. Was weiß ich. Also, weil... Das hier ist ja alles... Der Mond da oben ist ja fake.
Abgesehen davon könnte man hier sich einfach klein machen und hier durch. Auch witzig. Ey, das ist sowas von alles undurchdacht. Und du kannst ja sogar hier stehen. Wofür ist das alles hier? Ich meine, dass man in diesen Alternativweg mit dem Mond gehen kann, ja, mit dem Ballon gehen kann, ja, cool, aber dadurch kriege ich keinen Mond. Und hier hoch ist ja auch nichts anderes. Hier ist auch nichts mehr. Hier noch irgendwas? Also da oben ist ein Mond. Aber ist der echt? Nee, der blinkt auch nicht. Dann ist der vermutlich nicht echt. Aber irgendwie ist der weird. Wozu sind die Pfeile da? Noch mal ein echt merkwürdiger Abschnitt, muss ich gestehen. Da ist ein Mond in der... Da ist ein Mond... Da ist irgendein Mond. Leuchtet der? Der leuchtet! Ich habe den vorhin mit dem Ballon nicht mitgenommen. Ist das mein Scheiß Ernst? Alle, die vorhin bei der Ballonfahrt den Ballon, den Mond gesehen haben, schreien mich in den Kommentaren an. Ja, prima. Oh wei, okay. Ja, zwei Level. Fantastisch. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.